Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Avon Colony. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen Lebensmittel besorgt und hier schon mal ausgeweitet, um Eisen für unsere Nanitenproduktion zu bekommen. Wie man sieht, haben wir aber immer noch viel zu wenig Arbeiter. Das ist nicht so schön. Nebenbei wollten wir uns dann hier hinten ausbreiten Richtung Zorium. Was aber daran scheiterte, dass wir keine Arbeiter haben. Das Ding weiß ich immer noch nicht, was das ist. Mal gucken. Zumindest kommen wir jetzt erstmal bis hier hin. Dort muss dann eine weitere Drohnen-Dings hin, weil ich der da hin möchte. Eventuell müssen wir sogar nochmal eine einsetzen. Dann hatten wir einen weiteren Dings gesetzt, hier einen Arkstarter, um in der Oberwelt bauen zu können. Und ich warte jetzt gerade auf diese Expedition, bis die fertig ist. Wir könnten aber trotzdem mal nur... Ja, machen wir das doch. Ja, ja. Unterstützung, Effizienz, okay, dann schicken wir den einfach mal auf diese einfache Mission, damit wir schon mal Punkte sammeln. Da wird es gerade wieder kritisch. Und das Arkschiff schicken wir danach los, um eine weitere Kolonie zu bauen, um Energie und Handelsgüter aus der Overworld zu bekommen. Damit wir hier unten mal ein bisschen besser klarkommen. Ich hoffe nämlich dann auf irdische Nahrungsmittel. Das wäre sehr angenehm. Ja, hier das Ding ist der Weltraumlift. Da gibt es einen kleinen Bug. Ist mir aber gerade mal egal. Ich wollte jetzt nicht das Spiel einmal beenden und neu starten. Vielleicht machen wir das nach der nächsten oder nach dieser Aufnahme. Ob es dann weg ist. Auf jeden Fall bringt er hier immer neue rein. Das ist gut. Da werde ich jetzt die Effizienz noch nicht hochziehen, weil wir viel zu wenig Leute haben. Da haben wir schon unsere ersten Punkte gesammelt. Und kriegen hier Naniten und Brokkoli als Belohnung. Ich mache das mal alles weg. Dann hatten wir in der letzten Folge noch ein bisschen für Unterhaltung gesorgt, weil die so ein bisschen maulig geworden sind. Dort müssen wir bald mal schauen, dass wir auch die Sachen ranbekommen. Dazu muss ich dann aber auch noch ausreichend Naniten produzieren. So, Stromboost. Ja, da wird es zum Glück gerade gesäubert. Sehr gut. Warum war die denn ungeschützt? Wie kann das denn sein? Was? Eventuell nochmal. Ja, gut. Ich setze mal hier noch einen zwischen. Viele, viele Meldungen. Keine Arbeiterübernahme möglich. Das ist natürlich sehr schlecht. Was nicht dazu führt, dass unsere Produktion steigt. Hier hatte ich nochmal Entari dran gesetzt. Weil wir ja grundsätzlich ein Problem haben mit den Nahrungsmitteln. 82%, das ist doch gar nicht so ganz schlecht. Kriminalität steigt etwas. Setzen wir ein paar kleine Stationen. Ich gehe mal ins Overlay, dann sieht man das besser. Hoffe ich zumindest. Hier ist nochmal so ein bisschen, ne? Kein Risiko eingehen. So, wir haben 30.000 Nahrungsmittel auf Lager. Und einfach keine Arbeiter. Da müssen wir mal ein bisschen drauf warten. Wie sieht es denn in der Overworld aus mit unserer Mission? Da ist es, okay. Dann würde ich sagen, mach das mal und komm zurück. Was ist denn mit unserem Arkschiff zu 100%? Uns fehlen noch... Achso, das Kolonieterminal. Das müssten wir jetzt als nächstes bauen. Was dann auch dazu führt, dass wir wieder ein paar Arbeitsplätze über... Wohnraum über haben. 48 Energie, ja, feels Batman. Nun, ohne Personal ist das schlecht.
Wir haben Wohnraum. Das heißt, ich müsste mal eben aufwerten. Oder auch nicht. Keine Drohne. Dann machen wir mal Folgendes. Ja, da sind sowieso keine Leute. Ich müsste den mal kurz zurückkommen lassen. Dann kann ich hier das Personal abziehen. Das brauche ich dann auf der anderen Seite eher. Der war auch ausgebaut. Alles gut. Der ist noch nicht voll besetzt. Ich brauche Energie. Ich könnte noch ein bisschen Windkraft bauen. Die bringen uns ein bisschen was. Nicht die Menge, aber immerhin. Halt, Moment. So, Naniten hätten wir genug. Es fehlen nur noch ein paar Sachen. 83% Zufriedenheit, das ist doch schon mal was. Mhm. So, dann nehmen wir die mal hier alle raus. So, da warte ich jetzt gerade nur an einen externen Ort. Du sollst doch zurückkommen. Wo bist denn du? Bin ich hier narrisch? Zurückkehren. So. Dann würde ich jetzt echt tatsächlich mal das auf Minimum setzen. Ich brauche die Leute gerade woanders. Denn hier brauchen wir Leute. Die Frage ist, oder machen wir hier jetzt mal eben ein paar rein? Zwei pro Reise. Wie sieht es denn aus? Arbeitsplätze. 732. Ich habe gerade jetzt keinen Platz mehr. Das ist ganz schlecht. Sehr gut. Das war knapp. Die können wir auch noch aufrüsten und Personal auf Maximum setzen. Ich brauche dringend die Energie. Wir sind jetzt bei 1900. Achso, ist wieder Sommer. Ja, alles klar. Nicht genug Wohnung. Ja, ich weiß. Kann ich denn jetzt... Jawohl. So, pass auf. Den bauen wir nämlich jetzt hier hin. Schutz. Kann ich nochmal hier zwischensetzen und den auch nochmal. Da haben wir noch keine Leute drin. Das ist schlecht. So, den haben wir. Perfekt. Jetzt haben wir auch wieder 130 Einwohnerplätze frei. Da haben wir einen. Das heißt, wir können jetzt Richtung Zorium. Ah, Mist. Es reicht nicht. War ja klar. Dann setzen wir da noch einen dran. Wo geht's denn? Am besten nach oben. Da können wir nämlich das Gold auch gleich mitnehmen. Zum Handeln. So, wir haben den fertig. Wir haben 1000 Naniten. Das heißt, wir können unsere Ark-Geschichte einmal auf Maximum setzen, damit die dann in der Oberwelt, Overworld, eine weitere Kolonie gründen. Da werden wir uns dann Energie holen und weiß ich noch nicht was. Haben wir noch hier so ein paar Dingens, die wir bergen können? Ich glaube wohl, ne? Da ist noch eine, da ist noch eine. Wasser und Brot, das ist gut. Eisen, okay. Das wird nämlich auch bald knapp. Das heißt, wir müssen dann Richtung Naniten und sowas uns orientieren. Du warst jetzt auf Minimum gesetzt. Okay, eher nicht auf Minimum, aber geringe Besetzung. Ich erhöhe den auch nochmal. Ich muss erst das Personal hier unten am Boden haben. Da können wir nochmal aufrüsten, das ist gut. Die können wir auch aufrüsten, das ist auch gut. Dann sind die wenigstens gut genutzt. Krankenhaus, Nanomedikamente. Chemiefabrik, wo bist denn du? Ja. Ich weiß, dass wir eine haben. Da.
Oh, werden produziert, aber nicht genug. Nehmen wir das mal raus. Ansonsten müssten wir dann nochmal eine neue Form bauen. Machen wir auch sofort. So. Dann können wir hier hinten auch noch wieder ein Ding setzen. Yes. Wird das wieder so laut hier? Sieht auch schön aus. Hier hinten müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen, ne? Da ist eine Kanone in der Richtung. Wieso konnte ich denn jetzt den Hover nicht setzen? Keine aktive. Achso, da ist aber die nächste Station, dann geht das. Das war's schon wieder. Naja, fast. Machen wir dich mal aus. So, Lebensmittel. Wie sieht's dann aus? Quoribon, Quastete ist da. Sporen werden weggebaggert. Die werden ja direkt verbraucht. Die Rationen, na toll. Nanomedikamente, da müssten wir jetzt bei der Fabrik einmal Gas geben. Da werden schon wieder irgendwelche Sporen oder so abgeballert. Ja, hier hat es geplatzt. Sind sie zerplatzt, oder? In der Ecke, soll mir recht sein. Was haben wir denn noch, was wir wichtig, oder was wichtig wäre? Luft sollten wir hinten auch nochmal wieder ein bisschen machen. Sonst sind die gleich wieder maulig. Ebenfalls hier, da ist nämlich eine Bergbaugeschichte. Nützt ja nichts. Dann würde ich den jetzt einmal aufrüsten, weil wir eh nicht genug Personal haben. Auf jeden Fall wird er dadurch effizienter. Oh, Kultistenschiff. Ja, jetzt geht's nämlich los. Mineralien ausgeschöpft. Ja, das war's. Mein Gott, nee. Was? Damit ist nämlich schon die erste Eisenmine platt. Das ist nicht so schön, aber wir haben ja gerade erst eine neue in Betrieb genommen, mehr oder weniger. Muss mal schauen, wo wir noch eine haben. Da ist noch die nächste. Die ist auch noch schwierig zu erreichen. Wie man sieht. Und hier ist nochmal Eisen, das ist gut. Das heißt, wir werden uns nach hierhin ausbreiten. Und hier das Zorium eventuell anzapfen. Wie viel haben wir denn auf Lager? 700, das reicht mir gerade noch. Steigt auch noch ein bisschen. Wir hatten, glaube ich, 2 Zorium-Generatoren. Ne, einen sogar nur. Ach, das war im letzten Mission gewesen. Okay. Normalmodus, die Leute werden mehr, das ist okay. Wir sind bei 2100 zu 1800 im Winter. Nahrungsmittel, wir haben 31 ausgezeichnet, 56 pro Kolonist und die Vielfalt ist ausgezeichnet. Qualität ist grenzwertig. Da sollten wir vielleicht hier hinten nochmal einen so ein Dingens bauen. Bar und Grill, um die Qualität aufzuwerten. Das ist dies hier. Nee, falsch, das hier. Nur damit es vorhanden ist. Und die Zufriedenheit liegt bei 85%. Da bin ich sehr beruhigt. Bistro. Bitte einmal auf Maximum. Wie sieht's aus mit dem Arc-Starter? Es füllt sich so langsam. Und hier hatten wir auch Bär. Ich will es nicht zu schnell hochziehen mit der Anzahl, damit wir hier nicht Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung bekommen. Das kann man nicht anzapfen, ne? Ja. Es wird so langsam was. So, jetzt brauche ich... Oh, da ist ja schon eine drin. Schön. Ausnahmsweise mal. Ist nicht sehr effizient, aber wir kommen genau da an, wo wir hinwollen. Flonsch. So, dann wird gleich von vornherein hier einmal das gebaut. Dann gibt es eine Hoverstation. It's time for referendum election. Ja, bei 85% habe ich da keine Angst vor. Dann brauchen wir einmal Schutz. Und fertig.
So, jetzt müsste ich den einmal aufrüsten lassen. Dann geht das hier auch ein bisschen schneller. Braucht ihr gar nicht erst abhauen. Gut. Ach ja, das wieder auch als Transportdingsbums genutzt gleichzeitig. Sehr schön. Gut. Die handeln fröhlich vor sich hin. Was haben wir denn sonst noch für schöne Sachen? Achso, genau, die waren Zorium für Quinoa. Okay. Eisen exportieren ist ein bisschen ungünstig im Moment. Naniten exportieren für Melon könnte man machen. Ich müsste dann theoretisch aber noch zwei weitere Handelsdingens einrichten. Da gehe ich lieber erstmal in die Overworld, um da Handel mitzutreiben. Beziehungsweise ich brauche sowieso erstmal noch die Leute dazu. Wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Ich könnte natürlich hier die Effizienz jetzt steigern, indem ich sage, komm, mach mal voll. Was natürlich jetzt erstmal kontraproduktiv ist, weil wir uns da die Leute abziehen. Das lasse ich schön in der Hinterhand liegen. Was ist das? Gar nichts. Hinterhand liegen, für schlechte Zeiten sozusagen. So, die, können wir die noch mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Achso, die haben... wenig Nahrung, zu viel Kriminalität. Alles klar. Kriminalität. Da können wir jetzt mal für sorgen, dass da auch gleich ein bisschen Ruhe herrscht. Hatten wir hier in der Nähe noch einen? Ich glaube nicht, ne? Doch, da ist er doch. Ja. Das Problem ist das Personal. Dementsprechend schlechte Effizienz ist auch dort vorhanden. Kann ich aber jetzt momentan absolut nicht ändern. Da müssen wir halt drauf warten. Zorium im Auge behalten, würde ich sagen. 788, okay. Wo wir damit handeln. Nur ist das auch nicht endlich, unendlich. Gold wird nachher interessant, weil wir das wahrscheinlich auch zum Handeln nutzen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hier haben wir noch Platz, um Lebensmittel anzubauen. Die Frage ist, welche brauchen wir noch? Dazu gehen wir mal eben ins Lager schauen. Korisporen haben wir. Sollen wir lieber oben anfangen. Entari haben wir mehr als genug. Groji haben wir mehr als genug. Grojiboden, Kelkosporen, alles da. Müsli, Naniten. Nanomedikamente wird jetzt langsam mehr. Das sollte eigentlich viel mehr werden. Koriboden sind auch gut. Korisporen sind nicht zu viele. Die Aufhellungsdinger sind auch alle da. Könnten wir unten nochmal einen setzen. Weizen ist ja nur Import. Zorium wird etwas mehr, das ist gut. Was wollte ich? Also eine Verstärkerausgabe. Ja, jetzt geh doch mal weg. So. Das Ding ist fertig. Hat alles zur Verfügung. Na, perfekt. Dann werden wir die mal ein bisschen zudröhnen. Ja, das ist schlecht. Das ist noch schlechter. Das Personal fehlt. 4 neue Kolonisten, damit Effizienz gesteigert. Sehr gut, dann können wir die auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich nachschicken. Ich guck mal so auf den Timer, wir sind schon bei roundabout 19 Minuten. Und weil es gerade nicht viel zu tun gibt im Moment, sondern einfach nur warten, bis das Personal kommt, machen wir heute mal ein bisschen eher Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Haven Colony. Bis dann, ciao.